So, Freunde, weiter geht's in der gruseligen, schaurigen Harry Potter-Stimmung, denn wir sind nachts unterwegs und müssen uns nun um die Lehrer, die Kontrolleure herumschleichen zu einem Zauberduell und irgendwie, ich glaube, komischen Grafikbug, wo Harrys Füße verschwinden. Creepy. Allerdings, was noch viel stimmiger ist, ich habe mir jetzt zwei Kerzen angemacht, sonst alles verdunkelt. Und, das ist einfach nur episch. Bei nachts durch Hogwarts. Allein die Vorstellung ist schon ziemlich geil, muss man sagen. Ich weiß nicht, die Stimmung macht das Spiel sehr atmosphärisch, was das angeht. Wir müssen aufpassen, denn, ihr seht schon, da oben ist der Mr. Hagrid. Haha. Ich glaube, irgendwelche komischen Grafikbugs gibt's hier. Das ist aber, glaube ich, nicht nur Emulator bedingt. Das ist, glaube ich, auch im normalen Spiel gewesen. Das ist immer so, wenn man viele Leute bei sich hatte. Man sollte auch möglichst vorsichtig sich bewegen. Weil, wie gesagt, da oben zum Beispiel wäre eine Mrs. Sprout. Und ich glaube, je schlimmer man von Leuten erwischt wird, zum Beispiel McGonagall da, desto härter fällt die Strafe aus. Was stehen die hier nachts überhaupt alle rum? Haben die sonst kein Hobby? So, ich muss ehrlich sagen, ich weiß gerade nicht, also ich weiß, dass der Raum unten war. Und zwar, ich glaube, hier war das. Da sind wir, haltet nach Malfoy und Crab-Ausschau. Ich glaube, ich sollte keine Zeit verschwenden und erstmal abhauen. Weil ich weiß schon, was hier passiert. Jetzt, wir wurden in eine Falle gelockt, Freunde. Denn da ist Mr. Filch. Schnüffel ein wenig herum, meine Süße. Wir müssen sie laut Malfoy irgendwo stecken. Toll, da kommen wir also nicht mehr raus. Hehe. Das heißt, wir verduften auf jeden Fall hier oben durch. So, hier möglichst schnell durch irgendwo. Bloß nicht in irgendwelche Sachen rein, in die wir nicht rein sollten. Und jetzt treffen wir auf ein Gespräch. Ich hoffe, Sie sehen uns nicht. Haben Sie schon herausgefunden, wie Sie an den Stein der Weißen kommen? Aber ich... Dann sagen Sie mir wenigstens, wie ich an Ihren Hokuspokus vorbeikommen kann. Das wäre doch Vertrauensbruch. Wir sprechen uns wieder, wenn Sie sich entschieden haben, mit wem Sie zusammenarbeiten wollen. Oh mein Gott, Insidergespräche. Zum Glück haben Sie uns nicht gesehen. Was ist der Stein der Weisen? Ich weiß nicht, aber Snape möchte ihn stehlen. Filch, wir haben ihn für ganz vergessen. Schnell versteckt euch. Und sie rennen irgendwo rein. In einen Raum, in den sie besser nicht reingerannt wären. Harry, sieh nur. Du solltest keine Witze dabei machen, dass Quirrell stottert. Nein, sieh! Weg hier, da ist mir sogar Filch noch lieber als das hier. Warum sperren sie dieses Monster hier in der Schule ein? Hast du denn nicht die Falte gesehen, auf der er stand? Es bewacht irgendetwas. Ich wette, es bewacht den Stein, der weiß natürlich messerscharfe Schlussfolger. Es ist gefährlich hier und außerdem ist es schon spät. Lass uns zurückgehen und nachsehen, ob die fette Dame wieder zurück ist. Und jetzt bloß nicht in den Lehrer reinlaufen, wäre gerade sehr ätzend. Habe ich keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. La 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 la, ich bin doch schon auf dem Weg in das Bett. Kann man nicht die Ausrede benutzen, dass die fette da. Ja, die rennt natürlich durch die Wand durch, ist klar, macht Sinn. Alter! Herz Kasper! Oh, rote Energieleiste, null Damage. Ich würde die jetzt wahnsinnig gern auseinandernehmen, wenn ich ehrlich bin. Einfach nur aus Prinzip der XP. Weil nachts gibt es ganz gute Erfahrungen, muss man ehrlich gestehen. 2 Damage ist aushaltbar. Was sagt Schildkröte? Die scheißt mir irgendwie Feuer. Oh, 20. Vermilius 8, falscher Gegner. Fail. Wollte ich gar nicht. Oh, 98 Critical, nice. Bam, 3 Damage. Wow. Gut, Mr. Schildkröte kackt mir mal Zeug entgegen. Muss ganz dringend ausgeschaltet werden. Vermilius, du. Mal gucken, ob es was bringt. Bam. Ah, die Kämpfe auch bei Nacht sind voll. Einfach nur geil. Ich habe auch mal überlegt, ob ich irgendwann mal blind, also wie gesagt, blind dann irgendein anderes Spiel spiele. Weil ich habe jetzt mal geguckt, es gibt's auch noch für Game Boy Advance und bla und so.
In dem Fall in die Kammer des Schreckens. Allerdings gibt es dafür sogar eine PC-Variante, habe ich jeweils bei Stein der Weisen gesehen. Wäre, glaube ich, eine recht interessante Sache, mal. Einfach nur aus Neugier mal so ein PC-Spiel von Harry spielen, wäre, glaube ich, eine coole Sache. Und denn daraus so ein Blind-Let's Play kann ich mir ziemlich geil vorstellen. Gut, du Pimmuck bist jetzt erstmal down, du machst mir keinen Damage und ich kann dich mit Flipendo töten. Das macht's mir meines einfacher. So, bam, knacks, hier erstmal Schlagabtausch. Natürlich kriegen die Lehrer nicht mit, dass wir hier fighten die ganze Zeit gegen so einen riesen Golem. Kriegen die nicht mit, so viel zu blöd für. So, ihr habt hoffentlich wieder Erfahrung. Yo, epic. Kein Level up, na toll. Alter, die Pflanzentante war ziemlich nah. Ach, ich glaube, die bewegen sich nicht. Also, die werden da jetzt stehen. Auch Hagrid ist immer noch hier und... ja. Stehe hier so rum, ne? Gut, Freunde, dann auch wieder ins Bett. Ich hoffe, die Alte ist wieder... Ist sie überhaupt schon wieder da? Ich glaube, ja. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Story damit ein ganzes Stück weitergebracht. Oh. Natürlich müssen wir vorher erst noch so ein Mistvieh entgegentreten. Hätten wir erstmal natürlich richtig guten Damage reinprügelt. Ich weiß gar nicht, mit Feuer kann man glaube ich nicht bekämpfen. Geht glaube ich bloß mit dem Vermilius-Zeug. Bam, 40 Critical, nice. Jo, pff, voll entgegengeschissen, ey. Hier, so sieht Scheißen aus. Bam, 20 Damage, oh Gott, ist voll wenig. Weil die kloppt uns genauso 20 rein. Haha. Autsch. Gleich habe ich keine MP mehr. Fuck off. Blöde Schildkröte, du Asi, du stirbst durch meine Zauber. Das hoffe ich doch jedenfalls. Bam. Yeah, 20 Damage. Los, komm schon, verreck jetzt endlich. So langsam gehe ich nämlich drauf. Jetzt habe ich keine Punkte mehr. Ich kann keine Magie mehr außer Flipendo einsetzen. Gott sei Dank ist die Schildkröte verreckt, Alter. Sonst hätte ich jetzt flüchten müssen oder so. Oh, Erfahrung und Ticket und ein neues Level freigeschaltet. Yay. Yeah. Und du hast einen neuen Zauberspruch-Level. Vermilius ist jetzt schon auf dem Trier-Level. Nice one. Die Alte ist wieder da. Schweineschnauze. Hinein mit dir, mein Kleiner. So. Wir sollten jetzt wirklich aufhören, über diese Sache zu sprechen. Und jetzt, wenn es euch nichts ausmacht, gehe ich ins Bett. Das kann ich gut verstehen. Ich auch. Trevor kann nicht einschlafen, wenn ich nicht da bin. Ja, da gehen wir zu deiner Schildkröte. Scheiße, so du Misten, ey. Wir sollten mit McGonagall über Snape sprechen. Ich denke, sie würde uns nicht glauben. Außerdem würden wir damit zugeben, dass wir letzte Nacht durch das Gebäude geschlichen sind. Ja schon, aber wir müssen doch irgendetwas unternehmen. Wir brauchen noch mehr Beweise, um McGonagall zu überzeugen. Wir müssen herausbekommen, was der Stein der Weisen ist. Gute Idee, wir fangen morgen damit an. Mir reicht's für heute. Gute Nacht, Harry. Gute Nacht, Ron. Ja, ich gehe jetzt auch ratzen. Wir sind im selben Zimmer, du Arsch. Du bist von deinem Mitternachtsduell nach Gryffindor zurückgekehrt und Malfoy, die dumme Arschbacke, hat uns voll in eine Falle gelockt. Diese Arschratte kriegt auf jeden Fall zurück. Die Hallen von Hogwarts wirken jetzt längst nicht mehr so bedrohlich auf dich. Naja, doch irgendwie schon. Flap, 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 die Zeit vergeht. Bis zum 7. Was auch immer als 7. So, was denn jetzt los? Hallo? Oh. Ich glaube, dann weiß ich, welche Szene jetzt kommt. Geht die mir denn nicht auf die Nerven? Sie meint, sie wüsste alles. Es ist kein Wunder, dass keiner sie leiden kann. Aber dabei steht sie da hin und hat das gerade zugehört. Wie können Sie sowas über mich sagen? Oh, oh. Ja, ich glaube, sie hat alles mit angehört. Ja, ne, scheiße und so. Hast du Hermine Granger gesehen? Ich habe sie eben noch gesehen, aber ich weiß nicht, wo sie hingegangen ist. Nun, dann such nach ihr. Alle sollen sich zur Halloween-Party versammeln. So, komme ich jetzt irgendwie darum herum, dass Quirrell jetzt kommt und hier Terror macht? Weil ich will nochmal raus und dann trainieren. Oh, Mann, lässt mich nicht durch. Du darfst um die Zeit nicht hier draußen rumlaufen, Harry. Och, komm schon, lass mich doch irgendwo trainieren, bitte. Kann ich hier trainieren? Monster, bitte? Bitte? Alter, ich kann doch jetzt nicht so in dem Zustand kämpfen. Alter, das geht voll ins Höschen. Leute. Alter, ich brauche was zum Trainieren. Alter, verarschen. Komm schon, hier. Hier ist aber schon was zum Trainieren. Hier in der Abstellkammer sind doch immer Monster, oder? Ey, ihr wollt mich verarschen gerade, oder? Offenbar nicht. Ich darf jetzt offenbar nicht mehr trainieren. Das ist natürlich eine schöne Sache, weil ich weiß genau, welche Szene jetzt kommt. Hier vielleicht? Ja, natürlich erstmal eine Zauberkarte eingesammelt. Von berühmten Hexen und Muttis. Also das nicht ernst nehmen, ne?
So, ja, toll. Mehr war hier nicht. Gut, keine Monster, wie immer. Kann ich, oh, da kann ich auch nicht raus. Ich bewache die Tür, das, bis das Parkett beginnt. Ich darf von keiner auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Ah, Mann, Fail. Mann, warum? Alter, ich muss trainieren vorher. Versuchst du dich davon zu schleichen? An mir kommst du nicht vorbei. Bleib hier und nimm am Bankett teil. Alter, ich will trainieren. Mehr nicht. Nur ein paar Monster schlitzen. Oh, Mist. Ja, gut. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das aufgenommen. Ich guck mal ganz kurz. So, auf keinen Fall genug. Das heißt, ja, mir bleibt gar nichts anderes übrig. Hier darf noch keiner rein, die Dekoration ist noch nicht fertig. Oh, ich kann echt nicht vorher trainieren, das ist richtig ätzend. Oh Gott. Hallo, Ron. Ja, ja, niemand darf in die... Hä, aber wie komme ich denn hier weiter? Hallo? Hast du Hermine gesehen? Siehst denn die Mädchentoilette im ersten Stock und heult sich die Augen aus dem Kampf. Dank euch! Oh nein, das wollte ich wirklich nicht. Alle in die große Halle bitte. Die Halloween-Party beginnt. Kann ich jetzt so vielleicht? Natürlich nicht. Ich werde direkt dahin geleitet. Na toll. Da kommt da. Troll! Im ersten Stock. Ich dachte, alle sollten es wissen. Oh, Dor. Vertrauensschüler, führe eure Häuser sofort zurück in die Schlafsäle. Wie konnte ein Troll reinkommen? Vielleicht hat Piepsi ihn reingelassen als Halloween-Streich. Ja, das traue ich dem zu. Warte einen Moment, Hermine weiß nichts über den Troll. Wir müssen sie warnen. Wir müssen Hermine finden. Dringend finden, Harry. Sie muss irgendwo im ersten Stock sein. Ja. Kann ich jetzt trainieren? Bitte? Wir müssen Hermine... Ja, och, komm. Ey, ich kann echt nicht trainieren vor dem Gegner. Oh, das ist voll asozial. Oh, der ist so mies. Oh, Leute. Oh, an dem werde ich so jämmerlich zugrunde gehen. Oh. Gut, merke, Harry, vorher trainieren vor solchen Gegnern. Oh. Herr Mr. Schnappel, was macht Snape denn hier oben? Darüber machen wir uns später Gedanken. Ja, lass uns jetzt lieber nach Hermine suchen. Riechst du das? Ja, es riecht nach einer Mischung aus getragenen Socken und öffentlicher Toilette. Vielleicht sind wir in der Nähe von Slytherin. Oh. Ron, sieh doch! OMG. Wo ist der nur hin? Ah, Hilfe! Was war das? Hermine, der Troll hat sie gefunden. Harry, du musst sie retten. Ja, natürlich, einfach so. Kann ich echt nicht vorher trainieren, bitte? Oh. Hm, schön. Ja, Trainingszeit, Freunde. Ja, aber nicht mit so weit hier, oder? Na toll, das wird ja was hier. So, ach, grüne Spinne, toll. So, Familius Trier, komm, wir setzen mal ein. Bäm, 162 Critical. Wow, what the fuck. Das war, wow, awesome Damage. So, warte mal hier. So ein Krötenkotzer. Die sind eklig. Familius Uno, bam. 26 Damage. So, ich habe auch keine Ahnung mehr, was der Typi da als Schwäche hat. Ich weiß es echt nicht mehr. Der Feuerschwäche gegen Incendio, ich glaube schon. Aber ich weiß es echt nicht mehr. Ach, auf jeden Fall wäre der Troll gemein. So, Freunde, ich mache mal live jetzt on-screen Camp Training. Oh, rote Spinne. Cool, da kann ich wenigstens endlich mal wieder mal Verdi-Medius. Ach so. Ach. Bam! Knacks, 23 Damage. Damit nehme ich Zeit, dass ich den endlich mal trainiere. Damit wir wenigstens mal ein Verdiminius Duo haben. Wird Zeit, ne? Muss man anmerken. Danel, danel, dam, danel, da, da, bam! 55 Critical, nice. Dankeschön. Super Mega Power Trank. 50 Erfahrung und 150 Sickel. So, da ist noch einer. Komm her. So, noch hier. Oh, zwei rote Spinnen. Schön. Die habe ich gern, weil die sind gegen Verdiminius anfällig. Bam! Oh, oder auch nicht. Ah, leckt mich. Also natürlich jetzt nicht so, wie man das jetzt missverstehen könnte, ne? Wir machen ganz schön viel Damage. Bam. Tschüss. So, eigentlich mag ich Onscreen-Training gar nicht. Passt mal auf, eigentlich könnte ich ja ein bisschen schnippeln, oder? Kommt.
Also, wenn es euch stört, dass ich jetzt hier on-screen trainiere, schreibt mir in den Kommentaren, dann werde ich Training von Nunan 11 einfach nur off-screen machen. Habe ich gar nichts gegen, dann schnippel ich das kurz raus immer. Muss ja bloß einen kleinen Cut machen, ist ja kein Ding. Einen kleinen Schnitt mit dem Partskalpell so einmal. Critical Down, cool. So, langsam könnten wir unseren Duo erreichen, aber der dauert immer lange. Meistens. So, Verdimilius Duo. Bam. Gleich 50 Damage down. One-Hit KO. Yeah, epic. Bam. Spinnentöter. Ich bin der Spinnentöter Harry. Bam. So. Oh, Gegenmittel. Übelst geile Erfahrung und Gangbang und boah, cool. Ja, miese Ratten. Gegen was sind die denn anfällig, die Mistratten? Echt gegen das hier? Auf jeden Fall sind sie dagegen mehr oder weniger anfällig. Und gegen das hier, wie sieht's da aus? Auch nicht wirklich gut. Dann ist Grün gegen die tatsächlich anfällig. Das finde ich sehr schön. Trifft natürlich nicht, wenn es denn soll. Bam. Und das noch drauf und dann ist es auch weg. So, Mega Power Tank. Viel Sickelkrieg hier, Alter. Immer deutlich mehr als Erfahrung. Episch. Oh. Okay, das könnte ein bisschen Diffikulti werden. Ein bisschen Diffi-Multikulti. Allerdings geht jetzt viel Verdiminus drauf. Das ist gut. So, machen wir es jetzt schneller hier. Alter, wir müssen gerade ganz schön einstecken in die drei Gegner hier. Bam, tschüss. Oh, bam. Hallo. Ich will den da einsetzen. Klatsch voll ins Gesicht. Komm, wir machen mal einmal den wenigstens. Weil auch ein Verdimilius, ein Flipendo-Tria wäre ganz cool, weil das ein flächendeckender Zauber ist. So, Gegenmittel, viel Sickel und noch ein Level Up. Und Verdimilius Level Up, cool. Komm, wir gucken mal gleich mal, wie der aussieht. Komm, jetzt mal Gegner plätten hier. Bam. Haben wir einen Gegner, den es gebrauchen können? Ja, die Ratten. Om nom nom nom. Om nom nom nom. Gibt's nicht Om nom nom hier. Verdimilius Duo. 8 Damage, eigentlich genauso wie der davor. Boah, daneben. Aber sieht episch aus mit dem... Sieht so ein bisschen blitzmäßig aus, ne? Das ist ein Blitz-Jutsu. Boah, 53 Damage. Down. Epic. Da kann man gleich mal mehr von raushauen. Bam. Weggebritzelt. Fritzelbritz. Ha, jetzt sind wir bei Pokémon gelandet. Schön, dann super mega. Alter, epic. Gibt's denn hier für geile Items? Muss man ja mal anmerken. So, ja, für dich ist wieder mal Time für Familius Tria. Bam, 76 Damage und Down. Waschlappen, haha, Down. Alter, Digimübels, geile Erfahrung. Drei grüne Spinnen wären, glaube ich, sehr episch. Oh, die blaue Ratte. Ah, ist ja nicht mein bester Freund, ne? Haben wir ja gemerkt. Aber wir haben ja jetzt für Verdimilius Duo und ich glaube, der war dagegen anfällig, ne? Also, ja, das sieht gut aus. So muss Damage, ne? Ist das neue Motto von Stadtgeiz ist geil. Ne, haben sie jetzt ja, so muss Technik, ne? Hoffe ich kriege jetzt keinen Content drauf. Wäre ein bisschen gemein. So, war der gegen was war der anfällig? Ach komm, wir versuchen es mal. Bam. Verballer gerade ganz schön viel MP fällt mir gerade auf. Boah, 60 Damage da. Haha. Ist ein geiler Zauber, muss man sagen. So. Viele Knete bringt es auf jeden Fall. Können wir uns bald neues Equipment kaufen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch hinkommen. Die werden es bestimmt nicht aus dem Stockwerk rauslassen. Autsch, om nom nom. Autsch, om nom nom. Kann man nicht... Den auch gerne leveln hier. Ein Trier wäre echt geil. Ich liebe flächendeckende Zauber. Allerdings kostet ja auch einiges an Punkten, muss man sagen. Alter, wie ich die einfach nicht down kriege, weil die so viel Resistenz gegen Flipendo haben. Also viel Defense in dem Fall. So. Hat das gereicht? Ja, Flipendo! Episch, Mann, wird ja mal geiler hier. Wow, viele neue Zauber. Triadu, uno dos tres, leichter Bus. So, wollen wir es mal ausprobieren? Om nom nom. Dor. Flipendo, Tria. Bam, Hyperwave. Voll geil. Und übelst der Damage rausgeprügelt. Oh, vergiften, leck mich. Nicht gut. Nochmal, Flipendo. Tria. Bam. Sieht aus wie Surfer so ein bisschen. Also so habe ich das als Kind immer verglichen. Ach Gott, ich habe keine... Ach, Dreckmist. Alles mit dem Flipendo, du Uno, kriege ich ihn hoffentlich noch dauern. Ja, super. Oh, schön. Kein Gegengift verschwendet. Allerdings hoffe ich, kriege ich bald ein Level ab.
Ja, das war jetzt aber dringend notwendig. So, knetemäßig, wie sieht's aus? Boah, 3500, da können wir uns bald mal ein bisschen besseres Equipment leisten. Hier mal den Hut zum Beispiel. Den komischen Gürtel für 800. Wäre ganz nice. Schöne Sache, muss man sagen. Wie sieht's um unsere Heilungs-Item aus? Das wüsste ich jetzt mal ganz gerne. 6 super mega Powertränke. Da könnte man mal zur Not einen mal aufbrauchen, Freunde. Ich mache wieder mal jetzt noch den Part mit dem Troll. Ich weiß, da wird es wieder mal ein bisschen länger, aber ich tu's. Feuer mit entsprechenden Safe State. Die Katzen, so stimmungsvoll. Let's go. Oh mein Gott. Der bleibt so nur unten stehen, sagt nichts mehr, spricht sich nicht aus. Harry, du musst sie retten. Natürlich. Freunde, los geht's. Gegen einen der ausdauerndsten und relativ hart zuschlagendsten Gegner. Lass Hermine in Ruhe, du Sau. Riesentrollbob mit Holzkeule. Super. Voll das räudige Drecksvieh. Wir sind mittlerweile magietechnisch sehr gut ausgerüstet. Okay, Incendium muss ich leveln, aber gut. Ist ja ein anderes Thema. Ich könnte mit 80 MP den Mukus Adnoisam. Naisam. Na. Wie heißt er? Nausam. Naus. Ah, scheiß Name. Mukus Adnoisam. Seam. Nauseam. Nauseam. Merkt er das aber endlich mal, Kai. Ja, erstmal muss ich rausfinden, was sehr effektiv gegen ihn wirkt. Ich weiß gar nicht mehr, wie gehart er. Ich habe aber den relativ schweren Erinnerungen. Okay, das war es nicht. Okay, daneben gehen ist toll. Finde ich sehr gut. Vermilius Uno. Bam. Ein Damage, das ist es auch nicht. Doch, 35 Damage teilt er aus. Ich wusste schon, warum ich sagte. OMG. Vermilius Uno. Ach, da ist mein Damage. Kürz schön. Doch, Alter, der prügelt raus und guckt euch die Leiste an. Ich hab ihm voll den Damage rein. Also, na okay, voll 20 Punkte. Aber guckt euch an, da ist gerade mal so ein paar Pixel da oben weg. What the fuck, der hält so eine Menge aus. So, Incendio Uno probier ich auch nochmal. Bam, burn. Okay, das ist es nicht. Doch, voll aufs Kreuz. Alter, du Bastard. Der ist so ätzend. Garstiger, verrecke. Bam, 47. Das zieht Traumas ab. Guckt euch an, jetzt sind 47. What the fuck? Bam. Draußen ist gerade voll das Rumor gewesen hier. Er hat mich nicht getroffen, das ist sehr gut. Nochmal 8 MP, wer Dimilius du? Oh, jetzt wäre natürlich ein Trier richtig geil gewesen. Hätte zwar extrem viel MP gekostet. Wäre schnell out of Mana, aber könnte gut Damage outputten und sehr nützlich. Oh, doch, voll die Keule ins Gesicht. Und wir haben ihm noch nicht mal die Hälfte abgezogen. Ich glaube, mir gehen meine MP vorher aus. Ah, oh, Dreckmist. Ach, daneben. Ah, Fail. So langsam geht er auch Richtung Boden, allerdings. Ja, okay, nochmal daneben. Oh, hab ich einen Dusel. Ich gebe mir meine MP aus, da muss mal 11 Stück. Bäm, Klatsch, Boom. Ha, schon wieder, Alter, hat der einen Pech. Allerdings habe ich kaum noch MP. Bäm. Oh, mein Typ, mein Rücken hat weh. Oh, 15 Damage, jetzt muss ich mich heilen. Allerdings ist er auch gleich down. Ich könnte ich versuchen, mit 3 Punkten ihn zu killen. Nee, es reicht niemals. Never ever, ich muss mich heilen. Allerdings reicht mir vielleicht das hier. Er trifft nicht sehr oft, muss ich mal gestehen. Oh, okay, er trifft auch. So, wir nehmen noch einen Off-Pebble-Trank. Bam. Ach, kein Damage. Super. So, Zauberspruch. Vermilius Duo. Los, verrecke jetzt. Komm schon. 102 Critical und er lebt immer noch. Okay, jetzt dürfte er eigentlich down sein, aber ich habe echt keinen Bock, es zu riskieren, Leute. Also heile ich mich doch nochmal. Ha, daneben. Okay, hätte ich jetzt nicht. Mal gucken, ob er jetzt verreckt, ob ich mich jetzt gerade umsonst vom Trank verabschiedet habe. Bam! Natürlich habe ich das irgendwie indirekt. Weil ich kein Damage ausgeteilt habe. Toll. Stirbt er jetzt mal! Alter, geht doch. Oh. 140 Erfahrung, 120 Sickle. What the fuck? Hermine, ist alles in Ordnung? Ja, ich glaube schon. Alter Schwede, der Gegner ist übel, ehrlich. War gut, dass ich trainiert habe, sonst wäre es schwierig geworden. Oh, was ist denn passiert? Oh, wir sind ja im Mädchenklo. Oh, oh.
Habt ihr drei etwa nach dem Troll gesucht? Ihr könnt froh sein, dass ihr noch lebt. Ich bin dem Troll alleine nachgelaufen. Ich dachte, ich könnte alleine mit dem fertig werden, weil ich alles über Trolle gelesen habe. Wenn Ron und Harry mich nicht gefunden hätten, wäre ich jetzt nicht mehr am Leben. Also musst du auch die Verantwortung dafür tragen. Ich werde Gryffindor dafür 5 Punkte abziehen. Jetzt macht ihr, dass ihr in eure Betten kommt. Aber wir haben noch einen fetten Vorsprung, also leckt mich doch. Die arme Hermine, ein Schock fürs Leben, so ein riesigen Gammeltroll, Mädchen Klo, das ist ja auch mal... nicht viele Erstklässler hätten es mit einem ausgewachsenen Bergtroll aufnehmen können. Ihr gewinnt beide 5 Punkte für Gryffindor. Ihr könnt jetzt gehen. Yay, wieder vollgeladen. Haha, im Instagram Plus bekommen. Schön. Du hast den Troll besiegt und Hermine gerettet. Du findest, dass eine neue Kartenkombination in dem Sonnenverein genau die richtige Belohnung für einen Helden ist, wie dich ist. Freunde, wir haben es geschafft. Hier im Mädchenklo kann man nur einmal rein, hier gibt's noch Items. Nebenbei war es so bemerkt. Allerdings fragt mich jetzt nicht, wo und wann und wie und was es da gibt. Ah, du bekommst Kartenkombination. So, ich glaube, hier im Klo ist noch irgendwas. Natürlich direkt in den Kloschüssel erstmal reingegriffen. Alter, bist du Mario oder was? Bist du ein Klempner? Greift er erstmal in die Kloschüssel drin, so. Ey, wie geil. Das war echt so abartig. Gut, Freunde, dann verduften wir. Wir haben den Troll besiegt, den Trollbob. Haha, er trollt mich, im wahrsten Sinne des Wortes. Du hast uns eine Menge Ärger gespart, das war sehr nett von dir. Nun, ihr habt mich gerettet, obwohl ich mich so blöd benommen habe. Wir sollten Freunde werden und uns gegenseitig helfen. Es gibt Dinge, die einen zusammenschweißen und einen Bergtroll zu erledigen gehört ganz sicher dazu. Da hat er wohl recht. Einverstanden, lasst uns Freunde sein, auch wenn du trotzdem... Wir hätten mehr Hauspunkte dafür bekommen. Natürlich war das jetzt Ron-Aussage. Ich habe eine Idee, wir sollten mit Hagrid sprechen. Er ist der Wildhüter und er weiß eine Menge über Tiere. Vielleicht weiß er etwas über den dreiköpfigen Hund. Ja, Cerberus, genau. Lasst mal Hades fragen. Hahaha. Ha, ha. Wer den Herkules-Insider kennt, ne? Also, eigentlich kenne ich das auch aus Kingdom Hearts, aber egal. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Selbst wenn er nichts weiß, kann er vielleicht etwas herausbekommen. Lasst uns gehen. Verdammtes Vieh, mich so zu beißen. Wie soll man denn alle drei Köpfe auf einmal im Blick behalten? Entschuldigung, ist etwas passiert? Sie hinken. Spionierst du mir nach, Potter? Du solltest dich besser aufs Lernen konzentrieren, anstatt dich Dinge einzumischen, die dich nichts angehen. Seid doch nicht so griesgrämig. Drei Köpfe? Hat der Anellon versucht, sich an dem dreiköpfigen Hund vorbeizuschleichen und bestimmt hat er auch den Troll hereingelassen. Zur Ablenkung, lasst uns zu Hagrid gehen. Gut, Freunde, eine epische Szene hier nach dem anderen. Oh mein Gott. Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Ich werde das erstmal das in der nächsten Aufnahmesession machen. Bis dann wieder mal. Macht's gut, haut rein und ciao und viel Spaß mit diesen Parts hier.